Okay. Beim Level 3 des Ausweichen-Lernens werden wir nur gerade Schläge und runde Schläge kombinieren. Und ich muss versuchen, egal was er schlägt, einfach das Zeug hier irgendwie auszuweichen, ob er rund schlägt oder gerade schlägt, sollte mir ziemlich egal sein. Ganz wichtig ist, Fehler ignorieren. Okay? Uns wird beigebracht, dass Fehler etwas ganz Schlimmes sind und man sich dafür schämen soll. Das ist nicht förderlich. Okay? Wenn ich nicht richtig ausweiche, wenn ich getroffen werde oder falsch ausweiche, sollte ich das einfach ignorieren und vorwärts schauen. Wichtiger Unterschied zwischen Anfängern und Fortgeschrittenen. Zweitens, ich werde versuchen, so früh wie möglich zu reagieren. Oftmals wird einem beigebracht, reagiere nicht zu früh, erst wenn du sicher bist, welcher Schlag es ist, fang dann auszuweichen. Und das ist falsch. Okay? Wenn sein Schlag schnell ist und er ist bereits in Bewegung, habe ich keine Chance mehr auszuweichen. Sobald ich sehe, es ist eine Gerade, bis das Signal von meinem Gehirn in meinen Muskeln ist und mein Körper sich beginnt zu bewegen, bin ich schon getroffen. Ich muss also lernen, auf die frühen Signale zu achten, auf das Telegraphing. Also, dass ein bisschen deine Schulter bewegt. Dass ich ein bisschen eine Ahnung habe, was ungefähr passiert und dann frühzeitig ziemlich stark ausweichen. Wenn ich das gut genug mache, werde ich auch eine hohe Chance haben, auszuweichen, selbst wenn es nicht der Schlag ist, den ich dachte. Ich werde einfach, sobald ich einen Schlag mache, bupp, das machen, bupp, nochmal, bupp, nochmal, bupp, nochmal, bupp, nochmal, erstmal das, diesmal hier, diesmal so, diesmal das, diesmal das. Fast egal, welcher Schlag er macht, wenn ich meinen Kopf weit genug aus der Linie bringe, bin ich ausgewichen, okay? Und klar, es kann passieren, dass ich denke, ah, es kommt, was auch immer, linke Gerade, es kommt ein Hook und ich bewege meinen Kopf gerade voll da rein, kann passieren, das Risiko besteht. Aber das Risiko, dass er meine Birne trifft, ist 100%, wenn ich genau hier stehen bleibe. Also wenn ich ausweiche, nehme ich so ein bisschen einen Gamble. Es kann passieren, dass ich einen negativen Effekt habe, meinen Kopf reinbewege, aber sehr wahrscheinlich habe ich einen positiven Effekt, indem ich entweder komplett ausweiche oder zumindest einen Schlag massiv dämpfe, indem ich hauptsächlich ausgewichen bin. Vorher hat er mich noch ein bisschen berührt, aber nicht so fest, wie wenn ich stehen bleiben würde. Korrekt? Also übt das, versucht auf die frühen Signale zu achten und dann einfach hopp, 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 tief genug unten ist das nie was, hopp, okay. Beginnt wiederum sehr langsam, kocht das Wasser langsam. Der Trick ist, wenn ich schlage so langsam, dass er beginnt zu denken, er ist Mike Tyson. Und das ist mein Ziel. Und dann ganz langsam, ohne dass er es merkt, werde ich die Schläge weniger deutlich anzeigen und immer ein bisschen schneller werden. Okay?